Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel B. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ja, ihr fragt euch bestimmt, warum ich wieder im Tilscreen bin. Ja, ich mich auch. Anscheinend hat sich hier was geändert. Zum Beispiel L und Rollo sind jetzt auch mit auf den Tilscreen. Wollte ich jetzt nur mal gezeigt haben. So, jetzt können wir auch wieder weitermachen. Ist jetzt schon wieder eine Woche her, seit ich gezockt habe. Ich hoffe mal, ich komme wieder rein in das Spiel, obwohl ich tue Tales of Xillia 1 noch offscreen ein bisschen spielen, weil ich versuchen will, das Spiel noch durchzukriegen. Damit ich auch weiß, was passiert, wenn man mit Mila gespielt hätte. Was am Ende mit ihr passiert ist oder warum. Was auch immer, keine Ahnung. Man weiß ja nur, was mit Jude passiert ist. Also ich jedenfalls. Also ich müsste noch ein bisschen Übung drin haben. Und wenn jetzt mal die unterladbaren Inhalte geladen werden würden, dann wäre das gut. Duval waren wir, oder? Ich muss jetzt mal, ja, okay. Die tun sich wieder neu ordnen, das ist gut. War, glaube ich, im Symphonia nicht so. Muss ich mir merken. Alles klar. Wir sind wir stehen geblieben. Stimmt, wir haben eine Menge Schulden angehäuft von diesen einen Typen, der aussah wie eine Frau, von denen ich immer noch glaube, dass er eine Frau ist. Wir haben Jude immer noch im Team und ich guck mal jetzt hier bei Ereignisliste. Figur, Auftrag, in Arbeit. Neue Freunde, neue Schulden. Fahr mit dem Zug nach Hause. Okay. Ich dachte, wir wollten jetzt zum... Ach ja, wir wollten den Zug nehmen und dann von da aus irgendwie nach Dingens gehen. Zu diesem Ort, wo L hin wollte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Na, gucken wir mal. So, wir können mal hier gucken. Habe ich schon nachgeguckt hier so. Okay, ich habe kein Geld mehr. Ja, leg schon ein bisschen wieder zurück. Gehen wir einfach mal. Okay, hier ist der Zug. Habe ich alles erkundet, was zu erkunden ist? Ich glaube ja, ne? Na gut. Irgendjemand was zu sagen? Nein, okay. Da ist der Stern, da müssen wir wohin. Achso, wir müssen ein Ticket holen, nehme ich an. Okay, das hat er sich nur gedacht. Ich wollte schon sagen. So ein gesprächiger Geselle. Nehme an, das war nicht gut. No tickets for you. Warum nicht? This man's travel privileges have been put on restriction. That's how come. If I let him pass, I'll be in hot water. Ja, bitte. Whoops. Looks like I forgot to read you the fine print about your loan. You know how Olympias manages personal information using GHS, right? Well, stuff like one's criminal record or debts can trigger travel restrictions. The trigger system was put in place to prevent debtors from trying to make a break for freedom. What? Pretty harsh, isn't it? Sorry you had to find out the hard way. But it's only temporary. As you pay off your debt, the travel restrictions are gradually lifted. You'll be fine. Anyway, hört das jeder? Alright, come on, you're blocking the other customers. Oh, I wonder what trouble he got into. That was a bar. It's over before it even started. Tough break. Shut up, you big meanies. You don't know anything about it. Let's get out of here, Luger. We can look for work around town. Okay. Oh, okay. Das hätte ich auch im letzten Part noch machen können. Verdammt. Oh nein, Nutgard hat unglaublich viel Schulden gemacht. Er ist völlig pleite. Wenn du eine bestimmte Geldmenge angehäuft hast, ruft Nova an und bittet um eine Rückzahlung. Du kannst die Zahlung ablehnen, wenn du willst. Aber sobald du mehr als eine bestimmte Menge besitzt, musst du dein Geld hergeben. Du kannst außerdem jederzeit eine Zahlung leisten, indem du L2 drückst. Versuche deine Schulden so schnell wie möglich abzubauen. Deine Reisebrief sind eingeschränkt, aber wenn du deine Schuld begleichst, werden die Beschränkungen langsam aufgehoben. Okay. Ja, Schuldner, was? Ah. Nächste Zahlung 5000, okay, das geht ja noch. So, L2. Keep it up, okay?
So, wann habe ich eine zeitliche Beschränkung? Was soll das? Ma, ich muss jeden Geld hier irgendwie aufsparen. Wie soll ich denn jetzt an Geld kommen? Ich habe gerade schön eingekauft. Na und? Ah. Die anderen Gruppenmitglieder beschäftigen sich ohne dich in der Stadt, wenn die Hauptgeschichte gerade nicht fortgesetzt wird. Vielleicht passiert etwas Gutes, wenn du in der Stadt ab und zu mal mit ihnen sprichst. Sie folgen dir automatisch, wenn die Stadt wieder voller ist. Also mach dir keine Sorgen, dass du sie zurücklassen könntest, okay? Els Gefühle. Luger, you and Julius live together, right? Just the two of you? I mean the two of you and Rollo. So the three of you. Yeah. That's just like me. Me and my daddy live together. When I was little, there was an old cat called Taddy that lived with us too. Where do you live, El? I promise we won't tell your enemies. I don't even know. The boat I was on stopped, and there were all these crates there marked to Triglav. I hid in one, and that's where I ended up. So you don't know how to get back home? Hmm. Okay. Hm, ach, da ist ja Jude. Na? Gehen wir zurück nach Ludgers Wohnung. Ja, wie denn? Weil er sich El so eingesetzt hat für uns, fand ich schon süß. Ich dachte, die konnten uns nicht leiden. Keine Ahnung. It's your lucky day. I've got jobs coming out the wazoo. I'm talking spurious corp orders here, so you know each gig is a gold mine. At least if you're not an amateur. Worth a shot, right? We'll back you up. Ich habe so das Gefühl, so bekommen wir Geld. Knappe Kasse, dann schnappt ihr einen Auftrag. Du kannst ganz schön was verdienen und dabei auch noch Leuten helfen, indem du Monster besiegst oder Objekte für sie ablieferst. Also zieh los und verdien dir etwas Geld. Okay, ich brauche nur 20 Billionen, glaube ich. Ja, ist ja, ja. Hey, du bist rot. Stimmt, habe ich da letztens schon geredet, oder? Ach, die geben meine Informationen, wo man Sachen herbekommen kann, oder was? Nein. Ja, dann zeig mal her. Bestätige die Details, um Aufträge anzunehmen. Du kannst bis zu 5 Aufträge gleichzeitig übernehmen. Hast du einen Auftrag erledigt und meldest dich zurück, erhältst du eine Belohnung. Bei Jagd bist du mit einem Symbol, musst du die entsprechende Monsteranzahl besiegen. Bekämpfe sie am angegebenen Ort. Bei Aufträgen mit Symbol geht es darum, die angegebene Menge eines Materials zu sammeln. Diese kannst du am angegebenen Ort finden oder Feinde nach dem Kampf abnehmen. Ja. Aufträge mit einem Symbol sind Ereignisaufträge. Das Ereignis wird nicht angezeigt, wenn nicht alle Gruppenmitglieder, die im Bereich Gruppe aufgeführt sind, anwesend sind. Okay, wird sich das jetzt das ganze Spiel lang so ziehen? Ich weiß, was dagegen hat, aber... Also nicht. Ich hätte es nicht so gedacht. Okay, dann, was haben wir denn noch? Also Elite Monster Info. Ach, Elite Monster, da habe ich irgendwie was in den Titel gelesen. So, was ist denn hier, was? Mein Gott, was für Geld wir hier bekommen hier. Ich habe so das Gefühl, die Roten tun die Dingens, die Elsmütze. Okay. Ich habe so das Gefühl, die Roten sind schon mehr so story relevant, deswegen machen wir erstmal alles andere. Muss irgendwie reinkommen ins Spiel. So, was müssen wir denn hier? Kann ich irgendwas, was ich... Ah, Magnetismus. Menge 1, aktuell 4. Ich brauche etwas Eisensand. Nur noch ein wenig mehr und ich habe 300 Gramm. Okay, das kann ich schon mal machen. Okay. Warte mal hier. Titeldetails. Okay. Das sagen wir irgendwie jetzt nichts. Besiegen 3, besiegen 2, dann nehmen wir mal so Monsterplättungsdinger mit. 5 Stück darf ich mitnehmen, ne? So. Ja, dann kann ich dann später abgeben. So, kann ich mir irgendwo angucken. Ich könnte jetzt schon wieder was einzahlen, ne? Aber. Ach, das ist abgeschlossen. In Arbeit. Alles Quacker, was? Beseitigt einige von denen und aber nicht für mich, aber bitte um umweltfreundlich. Einige von denen für mich, aber bitte um umweltfreundlich. Du kannst die Natur den Rest erledigen. Dann kann die Natur den Rest erledigen, okay. Hast du schon meinen LS-Chirpy gesehen? Ich schon. Sie sind klein, aber überraschend stark. Warum versucht ihr es nicht? Ich brauche zu Forschungszwecken den Schwanz dieses Pferdes, aber nur den Schwanz. Meint ihr, könnt euch für mich um die Sache kümmern? Ich würde mich selbst darum kümmern, aber ich bin gegen Pflanzen allergisch. Genau. Okay. Dann
gucken wir mal hier so unter Waffen und so, weil ich muss ja nicht direkt alles einzahlen, ne? Ich habe noch relativ aktuelle Waffen, deswegen brauche ich nichts Neues hier. Hier brauche ich aber. Ich muss auch daran denken, ich bin hier Spiel auf dem höchsten zurzeit verfügbaren Schwierigkeitsgrad. Deswegen könnte halt ein bisschen Kampfmitglieder Info, Ludgar und Jude. Ah, okay. Dann ja. Gehen wir mal irgendwo raus und verprügeln ein paar Leute. Mein Gott, was? Oh, Beutegegenstände. Ich hab die schon vermisst. So, ich möchte mal von hinten. Na, schade. Na gut, dann hauen wir dich kaputt. Ich glaube, davon brauche ich auch ein paar. Report, war das gut. Ich sollte mal vielleicht gucken hier so nach diesen Ilium-Kugeln. Heißen, glaube ich. Oh ja. Gegnerresistenz war mein. Wenn du einen Gegner mit einem Resistenzattribut angreifst, halbiert sich nicht nur der von dir zugefügte Schaden, sondern dein Feind kann zudem Angriffe kontern, ohne zu taumeln. Wenn die Wahrscheinlichkeit eines Gegenangriffs hoch ist, dann verwende er eins, um dich zu vergewissern, dass ein Angriff nicht den Resistenzattribut des Gegners entspricht. Okay. Mach ich. Danke. Kombomacher. Okay. Spiel ich immer noch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil der ist jetzt noch ein bisschen einfach gewesen. Okay. So, Alliumkugel, Alliumkugel, nicht Iliumkugel. Klingt so verdächtig. So. Du kannst nichts Neues lernen. Du kannst Handflächenschlag lernen. Aber dauert noch ein bisschen. Lass mal erstmal. Ich weiß nicht, wie ich hier auf dieses Level-Up-System reagieren soll. Weil wenn es ganz viele von diesen Dingern gibt, dann kann ich mir ja schon vorstellen, dass das richtig geil ist. Aber wenn nur irgendwie 10 oder so von diesen Dingern gefunden werden, dann wäre ein bisschen blöde. Aber wenn es irgendwie so, was weiß ich, so 50, 60 oder so geben würde, dann wäre das bestimmt auch nett so zum Aufleveln. So, komm her. Boah. So, von dir muss ich auch noch zwei erledigen, genau. Oh, die ist auch die ganze Zeit da. Gut. Okay, also Edge scheint irgendwie nicht so ihn zu klappen. Okay, also Edge ist, glaube ich, Wind, ne? Noch wer? Also irgendwie jetzt leicht. Okay, danke. Hey, die Pose kenne ich doch. I keep on getting stronger. Auftrag kann als erledigt gemeldet werden. Schön zu wissen. Aber ich möchte mich hier nochmal umschauen. Kann ich hier hochgehen? Ist das die gleiche Musik wie aus dem ersten Teil? Element erhalten. War nicht hierfür? Nee, da war doch irgendwie was. Erworbene Elementarpunkte. Da war doch irgendwie was. Oh, was war das nochmal? Elementerzen konnte ich doch irgendwas machen. Okay, das. Okay, stimmt. Das hier. Warte mal. Muss noch ein bisschen drauf klarkommen. Okay, er hat 66 von Wasser. 26. Okay, da macht Sinn so. Okay. Ich komme da schon irgendwie rein, irgendwann. So, dann machen wir dich noch platt. Zack. Ja, schon von hinten. Und das Pferd, das ist auch noch da. Entschuldigung. Ja, warte, Balz. Mein Gott. Na. Mal, lass mich meine Dings machen. Mehr kann ich natürlich nicht machen, ne? Oh, doch. Oh, Gott. Also ja, stimmt. Nochmal machen. Ah, sehr schön. Beinahe Level Up. Also das Gefühl, ich muss viele Kämpfe machen. Weil ich den höchsten Schwierigkeitsgrad doch voll aufs Maul bekomme, wenn man hat ja gesehen, was im letzten Part passiert ist. Aber gegen dich muss ich nicht kämpfen, glaube ich, oder?
Hier, glaube ich, ja. Besiege alles Pferd, alles Quacker. Ach, die muss ich auch erledigen. Dann komm mal her. Ha, jawohl. Jawohl. Gegen die normalen Gegner kommen wir ja voll gut an, aus irgendeinem Grund. Stehe ich gar nicht. Die haben noch letztens voll aufs Maul bekommen. Extra Vorteile der Begegnung. Wenn du einen Kampf beginnst, in dem du einen Gegner unbemerkt von hinten berührst, fügst du ihm nicht nur zu Beginn des Kampfes Schaden zu, sondern betäubst ihn auch. Mach dir diese Gelegenheit zu nutzen, um dir schon zu Beginn einer Auseinandersetzung einen Vorteil zu verschaffen. Auseinandersetzung. Schön. So. Muss ich mal noch gucken. Ich weiß, ich bin ein bisschen... Ich habe Nerven damit. Was? Jetzt brauche ich auf einmal... Was? Egal. Intelligenz, KP gewinnen, was kann er hier mitlernen? Vitalität und Erholungsring kann er verbessern. Ist es wirklich so wichtig für ihn? Ich möchte Zeitintegration. Höhere Power-Kombo-Dauer. Okay, lassen wir es mal so. Mein Gott, hier liegen einfach so Säcke herum. Geil. Ein Sandwich, klein. So, komm mal her. Jawohl. Sehr schön. Gut, kannst du mal kurz heilen? Das wäre richtig nett. Warte mal. Verdammt. Auf jeden Fall habe ich ihn noch nicht einge. Okay, ich muss mir halt so nach. Ach, ich habe ja. Ah, stimmt. Zerboschlag, Heiler, Heiler, ja. Stimmt, ich habe ja noch nicht. Warte. Mein Gott, wie schnell wir hier aufleveln. Schutzfähigkeit, flinke Umrundung. Wenn Jude einen feindlichen Angriff in einen Rückwärtsschritt ausgewichen ist, umkreist er schnell seinen Gegner. Diese Fähigkeit gibt ihm kurzzeitig die Möglichkeit, seine Gegner anzugreifen, solange diese wehrlos sind. Na gut, jetzt, ich habe ein bisschen Training noch von Xillia 1. Weil ich das hier, keine Ahnung, heute Mittag noch so gespielt habe, ein bisschen. Werde ich wahrscheinlich immer machen, bevor ich Xillia 2 aufnehme. Aus irgendeinem Grund. Ja, mache ich schon. Mhm. Wie weit kann ich denn da hingehen? Jetzt nicht, weil ich glaube nicht, dass wir in diesem Part noch was anderes machen werden. So, diese Löcher gibt es auch wieder. Elementerz, was macht das noch mal? Oh, das ist eine Truhe. Elementerz gibt uns das hier so Dinger. Ich glaube schon, ne? 38, hallo, 400 Gold. Ausgang. Da. Weil man kann ja nicht wie im ersten Teil so die Shops. Da ist so ein Dingen. Ein XP-Spender. Du, komm her. Komm her. Sehr schön. Bakura, genau so hießen die. Die geben uns bestimmt voll aufs Maul. Geh mal weg. Warte mal, dafür brauche ich Shoot. Sehr gute Erinnerung mit dem Viech. Jawohl. Oh, fuck, komm mal her. Komm mal her, Ludger. Ach so, ja. Pff. Ich habe den woanders im ersten Teil den Angriff, deswegen komme ich hier durcheinander. So, komm her. Na, verdammt. Das ist doch nicht so gut, den ersten Teil vorher zu spielen. Was? Geheimnisvolle Lebensformen. Gelegentlich begegnest du beim Kämpfen bromboidförmige Lebensformen oder auch eine geheimnisvolle Individuum mit einem gelben Schal. Was? Beide haben große Mengen Elementerz oder Galt bei sich. Wenn du sie siehst, solltest du unbedingt versuchen, sie zu besiegen, bevor sie das weitersuchen. Oh! Jetzt sehe ich das erst. Elementerz. Verdammt, ich will Erfahrungspunkte haben. So, wenn ich mich jetzt irre, dann hat er hier dazu bekommen. Vitalität um 5%, ja, und Intelligenz. Warum nicht? So, sind da jetzt direkt wieder neue Sachen? Nö.
Okay, dann tun wir hier. Was macht das hier? Verspotten brauche ich nicht. Okay. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt. Elementerz. Ah. Warte mal. Zium. Mein Gott, wie viel ziehen wir denn ab? So, ich möchte mal wieder. Boink. Wäre so gut, dass man die Gegner so in die Luft schlagen kann. Vor allem für Luftkämpfer ist der richtig geil. Sehr schön. Hei, hei, hei. So, haben wir jetzt alle erledigt? Haben wir schon? Nein. Haben wir alle erledigt? Wenn ich bei der Auftrags... Okay, wir haben alle erledigt. Aber dahin habe ich noch Element erst, glaube ich, gesehen. Will ich haben. Na gut, dann machen sich noch bei. Sag, komm her. Mein Gott, so viel Power-Treffer. Die bluten, oh mein Gott. Mein Gott, wie viele Kombos die wir hier machen können. Elfe, okay. Was auch immer. I feel like we're starting to work together pretty well. This is just a small token of my esteem. I hope it'll come in handy for you. Until next time. Okay. Freundschaft zu Jude wächst. Fähigkeitenbuch. Vormarsch. L.O. Oh, habe ich wieder. Was habe ich damit bekommen? Mein Gott, so viel habe ich gerade mal. Du kannst bei einem Vorwärtsausschritt einen Angriff ausführen. Das ist ein schneller Schritt zur. Das ist bei schnellen Schritten nur einmal möglich. Okay. Cool. Triglyph Rohn gegen. So, aber gehen wir erstmal die Dinge ab. Ach, ich kann ja nicht schnell reisen. Ne? Noch nicht. Dann gehen wir mal die Dinge ab. Warte mal, kann man da hoch? Nein, okay. Ah, geh weg. Okay, so Viecher mit einem gelben Schal. Okay, dann weiß ich ja, was zu tun ist. Ich muss in Panik ausbrechen, auf die hinrennen, wenn ich so einen sehe. Und dann, oh, noch mehr Elementerz. So, wie gesagt, je nachdem, wie viele es von diesen Tröpfchen leuchtend Dinger gibt, kann das entweder gut oder schlecht sein. Wenn das nur 10 oder so sind, dann wäre das ganz schön blöde, weil dann, ja, ich bin so einer, der sehr viel kämpft und so und sowas gerne farmt. Aber wenn es irgendwie 100 von denen gibt, dann wäre das richtig gut. So, Erledigung melden. Jo. 490 galt. Was stand da? Nein! Was stand da? Ich hab's weggedrückt. Ma. So, wie viel habe ich denn jetzt? 3900, okay. Dann gib mal. Hm, 1000. Du willst da Schritt für Schritt irgendwo was ändern, oder? Warum habe ich das weggedrückt? Mein Gott, was mache ich denn hier? So, weiter. Wir haben... Gut, da können wir direkt abgeben. Gut, das können wir direkt abgeben. Warte mal. Die hat ja gesagt, wenn ich genug habe, dann... Da oben steht sogar, was wir noch allgemein alles haben. Was? Ich kann nicht mehr haben. Warte mal. Warte mal. Kann ich jetzt nicht mehr Geld haben als 1900? Doch, okay. Muss schon sagen. Schöne Feder an. Okay, wo sind denn die Punkte? Nächste Zahlung, okay. Was sagt die da? Nächste Zahlung 1900, okay. Okay, was will die von uns? Dann, was haben wir noch hier? Holzabzeichen.
Wie waren schöne Federn mal 10? Ja, super. Ich möchte die natürlich nicht. Ja, okay, nehmen wir die mal. Oh, ach so. Nehmen wir schon mal hier die ganzen Dinge an. Und dann weiß ich nicht, dann werden wir wahrscheinlich im nächsten Mal immer noch ein bisschen kämpfen. Dingens. In Arbeit, liefere fossilierte Muschel. Ich brauche 2-mal fossilierte Muscheln? Also 4-mal? Ja, ich muss noch ein paar Leute kaputt kloppen. I'm awesome. Sehr schön, so. Erledigung, ja, melden. Okay, eine Brise. Ach, wir haben so ein Ding bekommen. Geil. So, und dann müssen wir noch schöne Federn mal 10 bekommen. Sehr schön. Warte, haben wir jetzt eine neue Alleenkugel bekommen? Ah, sieht ja genauso als meine. Wenn es viele von ihnen gibt, dann wird das richtig geil. Azurschneide, Mondspiegelung. Und du bekommst Schwalbentanz. Kämpft leuchten. Weiß ich nicht. Wie lange dauert das, bis du Dingens bekommst? 160. Pff. Beweglichkeit, das ist nicht schlecht. Du bekommst auch Beweglichkeit und Azurschneide, Mondspiegel. Da brauchst du noch 80. Du brauchst noch ein paar. Dann heißt, wir tun das bisschen aufnehmen und dann gucken wir mal. So, von dir kann ich doch Informationen sammeln, wo ich was herbekomme, ne? Fossilierte Muscheln, ja. Ich brauche was anderes noch. So, kann ich mir neue Sachen hier kaufen? Ich brauche ja bestimmt genug Geld. Am Ende. Jetzt habe ich zwar noch nichts hier irgendwie nötig, aber ich weiß nicht, was ich für wen ausrüsten soll. Ludger kann ich, glaube ich, alles ausrüsten, oder? Dann lassen wir erstmal. Na, gucken wir mal, wo ich. Weiß ich nicht so. Oh, noch mehr Dingens. Bestienlungen. Boah. Federn. Wo kriege ich denn Federn? Wo könnte ich Federn herbekommen? Von Vögeln, ne? Oder hier von so Dingern. Oszillierte Muscheln. Oszillierte Muscheln. Ich brauche Federn. Waren ja. Ja, genau, diese Chipschießer, ne? Die da. Von denen kriege ich die ja bestimmt. Du, komm her! Nein, gib mal. Geben auseinander, weil sonst muss ich gegen euch beide kämpfen. Da möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur dich platt machen. Zack, zack, zack. Strike. Sehr schön. Aua. Ah, sehr schön. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das hier, dass man so Geld sammeln muss. Ich weiß nicht wieso. Mir gefällt das irgendwie, das Prinzip. Schöne Federn, mal 4, gut. Und du bekommst ein Level up, gut. So, noch mehr von diesen Viechern, dann haben wir auch mal alles erledigt hier. Hat eine Fertigkeit erlernt, gut. Ich brauche schöne Federn. Nice Boat. Chipchis, wo sind Chipchis? Da möchte ich nur in diesem Part hier erledigen, damit wir im nächsten Part mit der Story weitermachen können oder was auch immer. Was? Nein! Man zählt wieder, da lag noch was, egal. So, Elementerz. Möchte ich haben. So. Chipchis. Wo sind Chipchis? Versuch im Schnelldurchlauf hier alles mal erkunden. Oh, Tank des Lebens, gut. Landkrabbe. Ich habe das Gefühl, das nächste Mal, wenn ich so Dinge annehme, brauche ich nicht mehr so viel. Sammeln. Ich brauche schöne Federn. Ich hatte ja nur in so Gegner drin sind, diese Chipchis. Ich möchte schon welche hier so finden. Ich habe das Gefühl, da können wir noch nicht hin, oder? Oder können wir da hin? Da ist eins. Der sieht schon so aus, als können wir nicht da hin.
Okay, oh, das ist gut. Ne, komm her. Vergiss mal, jetzt der Angriff nichts bringt. Aua. Oh, danke schön, Dude. So, welchen Angriff habe ich noch nicht? Verdammt. Haben wir nicht gerade schon da? Ich komme nicht raus. Ich habe keine TP mehr. Ah. Sehe ich ja jetzt erst. Oh gut, danke schön. Oh, danke schön, du bist ein Engel. Ah. Ich habe wieder TP, aber um die wieder zu verbrauchen. Ich komme Rückblicke von Symphonia irgendwie. So, ich war jetzt 6 Stück. Verdammt. Es gibt zahlreiche Aufträge, bei denen es darum geht, bestimmte Gegner außerhalb der Stadt zu besiegen. Wenn du so wie Solos sie zum Feind beginnen, solltest du die Aufträge ebenfalls annehmen. Auf diese Weise schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich weiß. Das brauche ich nur noch 3, glaube ich. Kann ich da hin? Okay, ich bleib erstmal. Zahl einen Teil deiner Schulden ab, ey. Mich auch. Wo sind so Chips? Ich baue Chips. Da ist einer. Jawohl. Komm her. Jawohl, das sieht gut aus. Na, ah, verdammt. Zack. Warum kann ich... Also, ich habe keine AZ mehr. Warte mal, ich habe dieses Abwehrdingen. Wenn ich abwehre, dann kriege ich AZ plus 1. Stimmt, warum mache ich das nicht? Achso, das ist nur temporär. Verdammt. Und zack. Und Loot gerade noch ein Level up. Perfekt. Verbindungsvorteil. Wenn du dich im verbundenen Zustand heilst oder Schaden erleidest, überträgst sich dein Teil davon auf den Partner. Je länger ihr miteinander verbunden seid, desto mehr KP und desto weniger Schaden werden übertragen. Übertragbare magische Krankheiten, zum Beispiel Verbrennungen, lassen ebenfalls schneller wieder nach. So, dann, ich habe jetzt gar nicht geachtet. Titel, Hauptfiguren, Clan, okay. Habe ich jetzt schöne Federn mal 10? Jawohl. Wo muss ich die jetzt abgeben? Muss ich die einfach da abgeben? Das stand ja irgendwie was von an dem Mädchen ablegen. Bestätigung des Mädchens abgeben. Ach so. Zum Bahnhof, Duval, okay. Da ist, oh, da ist wieder so ein Ding. Und da ist noch ein Loch. So viel Zeit muss sein. So, komm her. 100 Strot, den habe ich schon, verdammt. Habe ich den letzten schon mal kaufen oder gefunden, weiß ich jetzt nicht. Steht sogar, wo man Dinge zu Elementardinger, auch ich bin nicht schon wieder zurückgelaufen, wo man so Elementardinger bekommt, richtig gut. So, dann gehen wir noch mal schnell, oh geil, dann gehen wir noch mal schnell nach Duval und also zum Bahnhof, oder ist noch so ein Loch? Oder war ich da schon drinne? Nee, glaub nicht. Und dann geben wir die Quest noch ab und dann seltsames Fragment, okay. Und dann, ja, weiß ich nicht, was im nächsten Part passiert. Mal gucken. So, da lang, da lang. Kann ich mich auch dahin teleportieren? Nein, okay. Warum nicht? Ich möchte gar nicht meine Schulden zurückzahlen. Ey. Ich will mein Geld behalten. Also, ach so, das war immer noch das Gleiche. Verdammt. Also gut. Mein Gott, 34 Minuten. Egal. Das muss sein. Ich will sowieso allgemein die Parts ein bisschen länger machen, weil ich habe so viele Leute in meiner Abo-Box, die Tales of Castilla 2 spielen und ich habe keinen Bock, mich irgendwie durch ein Thumbnail oder so ein Titel irgendwie voll spoilern zu lassen. Deswegen mache ich die Parts allgemein ein bisschen länger, damit ich wahrscheinlich irgendwann weiterkomme als die. Und ja, dann mich ja vorspoilern kann. So. Erledigung melden. Ach ja, muss ich abgeben. Gehen wir mal zum Duval Hauptbahnhof. So, wo bist du? Wo bist du? Das können wir in der nächsten Folge machen von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.